ist Rita Raupe, liebe Freunde. Und uns erwartet heute im Zoo-Olympischen Stadion der Wettbewerb der Herzensbrecher. Da sitzen schon die Damen, um die geworben wird. Die Herren plustern sich an der Bar noch ein wenig auf. Und jetzt kann dieser einzigartige Wettbewerb beginnen. Der amerikanische Ochse ist es, der sich als erster brüsten wird. Er hat die Methode der Eroberung durch Schönheit gewählt, eine alte Masche. Er zeigt der Dame seine Muskeln, er lässt seinen Körper sprechen, aber die Dame strickt ungerührt weiter. Ja, da muss er sich schon was anderes einfallen lassen. Und er wäre kein amerikanischer Ochse, wenn ihm nicht etwas einfiele. Dollarnoten. Und das Herz der dummen Kuh schmilzt beim Anblick von Geld. Er hat sie erobert in ein paar Sekunden. Da wird sich der Italiener anstrengen müssen. Der Italiener singt natürlich. Es ist eine schwere Aufgabe, ein Nilpferd aus den römischen Sümpfen herumzukriegen. Aber mit Gesang geht es. Es ist wunderbar, er schafft's. Was macht denn der Franzose? Er dreht am Radio. Er schaltet eine Fußballreportage ein. Das ist nicht fair, denn jeder Italiener lässt die Liebe sausen für eine Fußballreportage. Ja, damit ist die Medaille natürlich dahin. Das ist bitter. Nun aber kommt der Franzose, der Mann aus dem Land der Liebe. Ich sage nur, l'amour. Er weiß, wie man ein Herz erobert mit Rosen, mit Schmuck, mit Blicken. Sie scheint schon zu schmilzen, aber was ist das? Drei Kinder erscheinen auf dem grünen Rasen und fordern, dass der Vater nach Hause kommen soll. Oh, der treulose Franzose. Oh, die Liebe, immer wieder voller Enttäuschungen. Es ist doch traurig, da kriegt Gold ein Mann mit einer dicken Brieftasche. Und sehen Sie nur, der Franzose schämt sich seiner Kinder. Keine Chance für die Liebe.